So, auf ein neues, der wunderbare, finster irgendwas. Ich hoffe nur, dass hier wirklich irgendwann die ausbleiben. Ich weiß nicht, wie oft war ich hier schon drin? 6, 7 Mal oder so? 8 Mal? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall haben wir davor immer alles klären, aufräumen müssen. Deswegen hoffe ich einfach mal. Ja, und diesmal ein bisschen cleverer als sonst. Ich versuche es erst mit den großen, schweren. Und später, wenn sich das Mistvieh teilt, dann versuche ich es schnell mit Kristall, Seelenmasse, Ziehflug, Kristall, Seelenmasse und Seelensperr zu beenden. Zuerst aber wollen wir gucken, ob wir so klarkommen. So, wir springen einfach mal in unseren spaßigen Kampf. Oh, danke, das war ein guter Anfang. So, da ist das Ding. Und sie schickt es durch und wir rennen drauf zu und nichts passiert. Oh, außer dass wir getroffen werden. Oh oh. Achso, nochmal, okay. Komm, Angriff. Das habe ich auch schon überlegt. Einfach mal dranbleiben. Ah, okay. Oh, nicht gut. Aber auch nicht schlecht. Oh, und Schild hoch. Oh, shit. Oh, beide gleichzeitig. Sehr gut. Zu früh. Und jetzt sind wir wahrscheinlich im Arsch. Und er rennt wieder nicht. Ich könnte abrotzen. Echt, es ist zum Kotzen. Es ist einfach beschissen. Jetzt habe ich sogar zwei hintereinander erwischt und ich konnte wieder nicht wegrennen. Er wollte wieder nicht rennen. Es ist einfach ein Krampf mit diesem Spiel. Wenn man sich aufs Rennen nicht verlassen müsste, dann wäre es mir im Grunde genommen vollkommen egal. Aber so ist es leider nicht. Nein, ich muss mich ja darauf verlassen, genau wie jetzt gerade, dass diese scheiß Rennmechanik funktioniert. Und sie funktioniert natürlich nicht. Es ist einfach ein Krampf. Nein. Na, ja. The master Ja, 2-2, links A, B, A. Ja, made Wie gesagt, mit einer schönen Blitzwaffe hingehen, einfach in die Fresse hauen. Das Ding ist so gut wie im Arsch. Wenn sie es teilt, dann mal schön so einen Rundumschlag, dass beide was abbekommen. Macht man quasi einen vierfachen Schaden, wenn man mit so einer schönen Hellebarden Blitzattacke beide erwischt. Okay. Und wieder diese scheiß Affen, auf die ich schon lange keinen Bock mehr habe. Und ich muss mich durchkämpfen. Immer aufs Neue und immer aufs Neue. Das macht einfach keinen Spaß mehr gegen die. Ja, halt bitte nichts an. Also, aufschalten, das wäre schlimm. Könnte ja jemand getroffen werden. Hat er lieber die Steinchen verwendet. Egal. Voll reingerollt. Geil. So gehört sich das. Gott. Wieso spiele ich eigentlich immer ohne Vitalität? Soll es einfach voll pumpen und dann sagen, oh, ich wurde getroffen, egal, ich kann noch 5 Mal getroffen werden. Hätte nicht gut nehmen. Aber nein. Immer die Scheiße ohne Trefferpunkte, mein Gott. Ach, der unten wartet schon. Der fällt gleich runter. Siehst schon kommen.
Und tschüss. Och, komm. Ich weiß wirklich nicht, wie oft ich das jetzt schon gemacht habe, aber... Ich mag mich mehr. So, was machen wir jetzt? Wir fangen wieder an mit große Scheiße. Oder Zielflug Seelenmasse. Und wenn es auf uns zukommt... Ach ja, habe ich mich geheilt? Im Steinchen? Ja. Es ist neben mir. Oh, ist das Feuer. Verdammt! Oh, der trifft. Und der trifft hart. Zu früh. Zu gut. Zu gut. Ja, ach Gott. Jetzt muss ich mich heilen, so wie weg. Und du stoked. Oh, Junge, Junge. Oh, Junge. Oh, das war anstrengend. Okay. Ja, Magie hat funktioniert. Ja, diesmal ist die richtige Taktik. Zuerst ihn damit ein bisschen ärgern und die normalen Seelenflugdinger, wenn er rankommt. Aber es war auch sehr gnädig. Er ist auf Distanz geblieben. Wir konnten ihn bis zur Hälfte sehr schnell runterballern. Danach wurde es ein bisschen übel. Aber ein bisschen mit Kristall. Ja, ich habe einen daneben gesammelt. Das war beschissen. Ein Seelenspeer ist daneben gegangen. Das war schlecht. Und davon immer auch einfach mehr machen. So einfach die Dinger pumpen, einfach wegrennen und dann wir können die Dinger dann in sie reinrennen. Die kommen ja sowieso auf uns zu und kriegen sie einen gelangt. Aber es hat funktioniert. Nicht beschweren. Das war echt nervig. Junge, 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 Junge. Und wir haben es geschafft, bevor die alle die gespawnt sind. Das heißt, wir sind nicht ganz so scheiße, dass wir erstens das Spiel erlaubt, ohne irgendwas durchzulaufen. Wir haben es also jedes Mal mitbekämpft. Okay. Ihr seid im Eid tiefer gegeben und habt einen Rang gehalten. Young undead, you've discovered the truest dark within you. A deep, deep dark it is. The dark that we must all face. Ja, ja, klar. We need the abyss more now than ever. Okay, Höhepunkt und Xanthus Krone. Ach so, diese komische... Ja, mit dem Lappen ums Hirn. I bequeath these to you. Take them on your pilgrimage. Okay, Drachenglocke. Das ist wahrscheinlich die beste und die andere, die wir jetzt vertickt haben, die war für den Arsch. Sehe ich das richtig? Also die wir aufgebessert haben halt. Oh Gott, ja, das war anstrengend fürs Hirn. So viele Dinge gleichzeitig, genau achten, wo was ist. Dann dieses Portal, das irgendwo auftaucht, dann parallel dazu weglaufen oder wegrennen. Eigentlich soll ich mir nicht Intelligenzring. Obwohl, der bringt ja gar nicht mehr so viel, ne? Was macht denn der eigentlich, der Intelligenzring? Er drückt das auf. 5, oh, plus 5, okay.
5 Wille, einfach mal so mit den Anhaben. Da müssen ja eigentlich die Wunder, Quatsch, die Hexereien stärker sein, weil mit Wille hat das nichts. Sag mal, mit Intelligenz haben die Hexereien den gleichen Schaden, 326 gemacht. Die finstere Kugel. Und. You've had quite a journey. You must have a glorious number. What a wonderful. Ja, ja, schon klar. Rück einfach den raus und gut ist. Und erspar mir einfach das Geschwätz. Prächtiges Leben, schon wieder. Ausdrucksgroße Heilung. Medizinische Heilung. Stellt TP wieder her, stellt wenig TP wieder her, stellt viele TP. Ja, der Effekt ist derselbe wie der großen Heilung, hat aber nur begrenzte Aufladung. Ja. Brauchen wir sowas oder brauchen wir sowas nicht? Rückkehr könnte ich spaßhalber mal kaufen, aber. Holen oder nicht holen? Das ist jetzt die Frage. Brauchen wir das? Wir kommen noch eh, bekommen eh bald das andere Dings. Also was soll's? May the power of miracle offer your soul. Offer your souls. So, das ist also eine Fehlinvestition gewesen, mehr oder weniger. Wo jetzt gerade jemand so wahrscheinlich geholfen. Wir haben mit den zusätzlichen Intelligenzpunkten oder den 5 Intelligenzpunkten, das ist ja gar nicht so wenig, haben wir zumindest mal ein bisschen was an Bonus bekommen. War Spaß, aber von dem schon mal das Schild kaufen. Vielleicht sagt er dann irgendwann, ey, du hast so teuer eingekauft. Finde ich so super. Hallo, Mowgli, gib uns sofort das Schild. Wobei. Haben wir nicht noch andere Schildis, die vielleicht auch nicht schlecht sind? Wir gucken erstmal, was wir am. In der Kiste haben, in der Gegenstandskiste. Vielleicht haben wir was Besseres. Gegenstandskiste. Schilde. Ja, wie viel braucht's? Kann man das vielleicht mal angezeigt bekommen? Mein Gott, was für ein Schwachsinn. Muss ich hier wieder raus, um zu gucken, was es denn ist. Ach, leck mich. So, Quatsch hier. Also, wir brauchen. Oh Gott. 30, 28, 29, 31. Okay, können wir komplett vergessen. Und wir haben wie viel Stärke? 18. Gut, 2 Level sind drin. Das machen wir noch direkt. Jetzt laufen wir einfach mal mit dem dicken. Nein, nein. Sag mal. So langsam. Glaub ich's dann doch. Goldschwingen, Schild. Drang Lake Shield. Oh, das können wir später auf jeden Fall gut brauchen, glaube ich. Das gegen Stein hilft, Versteinerung hilft. Petrification. Warum? Wird sie noch zeigen. Guten Tag. So, wir sind auf jeden Fall 20.000, 21.000 brauchen wir als nächstes. Ja, ja. Was haben wir denn an Steinchen? Wir müssen noch 3000 ausgeben für große Steine. Aber es die Brocken gibt. Oh, hallo again. Oh, hallo. So, kostet nur 2000, ist ja geschenkt. Jo, ade. Standard, Leder, Infanterie, Falkner. Thanks very much. Ja. Ja. So, jetzt was? Jetzt kaufen wir noch Steinchen. Wie viel brauchen wir? Ich hab's gerade eben gesagt, hab's wieder vergessen. 3000 macht 7. You've been well. Nee, Quatsch. 2,5 haben wir doch noch. Ja, wenn wir das so gucken können. 3 Stück. Visit me again. Nein. I knew. Ja, er wusste, dass sie zurückkommen. Woher hat er das nur gewusst? Er ist zu schlau. Und gar kein Volldepp. Wieso habe ich da so einen komischen Arbeitshaken da links? Achso, das ist die heilige. Achso, das ist die, die Drachenglocke. Mit glitzerndem Titanit kann man die aufbessern. Oh Gott, die ist so schnell wie die.
Das ist doch jetzt nicht wahr. Jetzt habe ich das eine aufgebessert für, was weiß ich, 6.000, für 15.000, für 31.000 plus Verbesserung, wahrscheinlich knapp 40.000. Und jetzt hat er mir das nächste mal... Was? 50 Wille brauchen wir dafür? Okay. Ich denke, wir halten uns erstmal hier ran. Ah, es fehlt wieder ein Hauch an Seelen. Ach komm, das reicht. Oder sollen wir das Grind machen, dass wir es hinter uns haben? Soll ich die ganzen dicken Seelen mal essen? Ne. 10.000. Und das sind 5 oder 8? Ich weiß es nicht. Wir schauen mal. Gut, 8.000. Ja, 11. Reicht das? Was haben wir gesagt? Wie viel brauchen wir? Nein, 20.000. Genau. Heldenseele für 10. Läuft. So, wo ist die Alte? Bitte einmal aufleveln. 1, 2. Hä? Was? Wie jetzt? Sagt ihr nur noch zweimal irgendwas Sinnfreies? Das wäre ein Traum. Schaffen wir es? Nein, wir schaffen es nicht rechtzeitig, weil ich getrödelt habe. Oh Mann. Super. Was passiert, wenn ich das jetzt infuse? Bringt es dann mehr? Macht es dann den Schaden oder blockt es mehr? Bringen wir das in Erfahrung? Ich würde mal sagen, na Logan. 800 haben wir noch. Das wird natürlich für nichts reichen. Es kostet ja 2000 für was weiß ich was. Aber wir wollen doch einfach nochmal schauen, was er damit machen kann. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen spät. Ja, Flame, die Flame. Ist mir klar. Nein, wir brauchen mehr. Waffe durchdringen. Was kann man denn hier machen? Okay, es stärkt also jeweils auch die jeweilige, was auch immer. Die Frage ist, was, womit haben wir es noch zu tun? Mit Gift? Vielleicht mit Finsternis? Wer weiß? Ja gut, aber das ist... Gift ist natürlich Quatsch. Finsternis wäre vielleicht ganz nett, oder? Dass man sagt, man... Aber 62 Finsternis ist jetzt auch nicht so der... Womit haben wir es noch zu tun? Oblutung, genau, können wir auch machen. Und was ist das? Unten? Nix, wieder rückgängig, okay. Das heißt, die guten Steine haben wir nicht. Begun. Nein. Wir... Ja, dann lassen wir es auf dem Standardweg, würde ich sagen, oder? Brauchen wir jetzt nicht einfach nur zur Verbesserung... Wie viel brauchten wir noch gleich? So, Klappe zu. Was waren das eigentlich? 1.500 oder so pro Level? Ich kann mich nicht erinnern. Das dürfte schon reichen. Wir gehen wieder zurück und verbessern das geschwind. Wir haben ja noch die
Wir müssen noch die großen Schärpchen haben. Ich könnte mich auch irren, aber naja. Ich glaube kaum, dass das reichen wird, aber wir können ja mal die Hündchen noch mal schön platt machen. Ja, so ein Großschild ist schon ganz nett. Flehm, ihr Flehm. Bitte einmal verstärken für 1000 Gut. Und nochmal für noch mehr. Sehr schön. Was haben wir die ganze Zeit verstärken können? Was hätte das gebracht? Einfach nur. Achso, den ja, Blitzbonus. Aber wir schießen mit dem Ding keine Blitze. Den Rest. Ja. Könnten wir jetzt auch schon mal spaßhalber plus 1 mit plus 1 verzaubern. Aber großartiger Wille, wenn wir jetzt. Immer noch groß auf Wille gehen. Da die ganzen netten kleinen Wäffelchen. Das hier, ja, wäre gar nicht mal so verkehrt, finde ich. So eine schnelle kleine Waffe zum Aufschlitzen, aber dafür haben wir jetzt ja schon den Bogen für Fernkampf. Ja, damit müssen wir jetzt zwar nicht anfangen, aber nett wäre es ehrlich gesagt schon. Einfach ein bisschen zuschlitzen und der Gegner verblutet. Vielleicht auch mal bei dem Endgegnerchen probieren, dass wir den ein bisschen ins Schwitzen geraten lassen. Obwohl, bei Endgegnern können wir vielleicht auch die Giftdolche, die wir immer noch haben, verwenden. Naja. So, das finster Gesocks ist platt gemacht. Wir haben ein duftes Schild auf Stufe 6, ne? Ja, Doppeldrachen. Großschild. So wie wir jetzt rumlaufen. Ah, stimmt, ich habe die Geschwindigkeit erhöht für den Kampf. Und jetzt sind wir bei 72. Natürlich sind wir das. Ja, jetzt sind wir ein bisschen fettsäckig unterwegs. Okay. Also wird die schöne Rüstung angezogen. Kann denn irgendwas mithalten? Oh, jetzt kann man die tragen. Ah, natürlich. Die tolle Eisentrachtrüstung gibt es jetzt. Super. So, wo ist es? Da ist es. So, jetzt sind wir nach 50 Stunden endlich das, was wir immer sein wollten. Oder nach 30 oder was auch immer. Okay, ich glaube, jetzt sind wir ein bisschen. Irgendwie, meine ich, sind wir ein bisschen zu schwer unterwegs, aber zaubern können wir immer noch. Jo, 120 ist vielleicht ein bisschen arg. Die wiegt jetzt nicht ernsthaft 30 Kilo, die Rüstung. Die skaliert auch, wiegt aber nur 15. Und wir sind bei 91. Wir haben zwar die Fettsackrolle, aber können es noch normal bewegen. Das sieht ja ganz toll aus. Gar nicht wie so die totale Nassbirne. Okay. Ja doch, gefällt mir. So wollte ich schon immer rumlaufen. Stimmt, die Mastodon-Stulpen gibt's auch noch. Was ist das? Also Xanthas-Handschuhe, genau. Achso, die skalieren sogar. Tun es nicht alle? Also ziemlich. Unsere Rüstung auch, ja. C mit Stärke. Vengal. Wow, da laufen wir echt rum wie die letzte Nassbirne. So, mit dem sind wir auf jeden Fall noch. Was ist das noch? Vengal? Ne, danke. Okay, Lüblin ist ganz. Nein, ist nicht so toll. Oh Gott. Es wird immer schlimmer. Was ist das? Mastodon-Gamaschen. Ach ja, damit haben wir dann die Stampferchen. Hm. Was ist das? Königsschwertkämpfer. Okay, damit sind wir. Da sind wir endgültig der totale Trottel.
Sieht auch im Rennen schon lustig aus. Ja. Okay, das finde ich spontan mal gut. Wie beschissen wir eigentlich rumlaufen. Okay. Ja, nee, es geht nicht. Wir sind der anderen Ausrüstung leider zu schwer. Aber schade, schade. Grabwächter, Unterteil. Nein, danke. 99 mit den Alonne-Rittergamaschen. Ah, da sieht man ein bisschen viel von den O-Beinen. Das wollen wir nicht. Das wollen wir doch verbergen. Gürm, Kriegerstiefel. Was ist? Die sind schlechter. Es kommt drauf an, wofür, ne? Naja. Vengals Stiefel natürlich wieder super, aber die. Also da kann man doch nicht rumlaufen. Also mit nur Eisentracht und der Rest im Zeldora immer noch zu schwer. Na gut, weil der Helm so abartig ist. Ja, das sieht auch ein bisschen beschissen aus. 1,4, ja, leichter wird's nicht, oder? Oh mein Gott. Ja, die ist auf jeden Fall keine Option. Ist die irgendwie besonders abartig gut? Nee, die ist leichter und besser. Aber die sieht halt richtig beschissen aus. Was ist das? Mit den lustigen Halbkugeln da auf den Schultern. Ja, Vengals Rüstung ist wohl so ziemlich das Beste, was man hier kriegen kann. Nämlich das. Gehe ich da rechts an der Annahme? Jo. Und ist noch relativ leicht. Toll. In Vengal-Klamotten darf ich rumlaufen. Männlein. Die ist in allem schlechter. Die ist alles. Das ist alles so schwer. Na, Zylonenhelmchen. Ja, so läuft glaube ich auch jeder rum. Aber sieht man denn irgendwo die Rüstungsklasse jetzt? Körperliche Abwehr 81. Oder was? Balance. Was? 2,1 Balance. Achso, das ist keine Dingsrüstung. Wir wechseln wieder zu unserem Shit. So vielleicht. Ja, sogar eine. Ja, weniger Rüstung. Na, das ist auch halbwegs brauchbar. Können wir vielleicht die auch noch wechseln? Ja, könnten wir. Können wir auch noch zur schweren Armbrust wechseln? Ja, können wir. Gut, würde ich sagen, kaufen wir noch ein paar Pfeilchen und dann geht's wieder zurück in zum Hauptweg. Dann kann man da irgendwas so stärken von unseren Klamotten, die wir tragen. Oh Gott, alle Rüstungen, die es gibt bei uns. Aber keine großen Cisanit-Scherben mehr. Ja gut, dann kaufen wir einfach ein paar Pfeile, Bolzen, Billigdinger und fertig. Dürflim, ja. Der ist wirklich fertig mit der Welt, aber gut. Was ist denn jetzt zu tun? Was haben wir noch zu machen? Armana. Ach ja, jetzt kommen ja die. Wo die MacDuff-Werkstatt. Hat. Ne, jetzt kommt die. Gruft der Untoten, genau. Achso, Ursprungsort oder was war das jetzt hier gerade? Gut, Zaubereinstimmung. Wir sind natürlich Hexer und als Hexer müssen wir auch hexen. Was bietet sich da besser an als Hexes? Dass die alle ein, zwei Slots brauchen, nervt ein bisschen. Und der Schrott braucht nur einen. Ja, natürlich. Tiefe Stille. Oh Mann, ich Idiot. Ich wollte versuchen, die zu benutzen. Deswegen habe ich sie extra runtergedrückt. Das muss ich auf jeden Fall nachschlagen, ob das geholfen hätte. Oh, da habe ich aber eine Idee. Da vorne kommt nämlich gleich etwas. Jetzt können wir gerade das Schild wieder wechseln, oder? Wir brauchen was gegen Finsternis. Wo ist Finsternis? Da, 60, 65. Und wir haben
50. Ah ja, gut. Gut. Naja, passt du bloß auf. Oh, oh. Was haben wir eigentlich drin? Finsterer Nebel, tiefe Stille, finstere. Komm mir nicht in die Quere. Ist das jetzt mein Fan oder was? Ich will zusehen, wie gut ich die Gegner kaputt mache oder was? Hat er gerade den Weg geleuchtet zu dem, der uns angreifen wollte? Ja, so oder so ähnlich. Hm. Wir schauen mal, wie viel Aua das macht. So eine komplette Batterie. So, bitte nochmal. So, schau genau zu. Ich habe mich hingeguckt, verdammt! So, jetzt gucke ich aber wirklich oben auf die Energie und los. Ah, ist ein Witz. Ja gut, suchen muss ich die Suche jetzt auch nicht unbedingt, oder? Ja, bitte mal. Zack. So, finsterer Nebel. Wenn mal irgendjemand jetzt sich mal bequemen würde, sich anpeilen zu lassen. So. Oh, das hat doch funktioniert. Ew, aua. Zu rechts lag der da. Au. Oh, beide sind's. Okay. Dann warten wir einfach mal ab. Geduldig, wir sind. Auch uns interessiert das nicht. Wir haben jetzt ein dickes Schild und das werden wir auch einsetzen. Ob ihr wollt oder nicht, ist mir so egal. So, was verhauen. Komm, wir verhauen die Alte. Oh. Kann man das gewinnbringend einsetzen? Jetzt mit dem Knüppel. Wenn ich hören will. Oh. Gut, dann geht's auch nicht mit dem Knüppel. Oh, vergiftet. Miese. Alte. Aber ist nur fair. Müssen wir heilen. Magiestein, schwarze Lady Kapuze. Ach Gott, die sieht auch total affig aus. Die werfen uns nochmal schnell in Schale und da hinten, der wartet immer noch auf unsere Rückkehr. Ja, mehr muss ich glaube ich nicht sagen, oder? Damit, finde ich, sehen wir ein bisschen zu cool aus. Und damit wie ein Idiot. Damit... Oh Gott. Was ist das? Syans Helm. Was ist ein Syan? Ritter Syan, der solide gewappnete Helm bietet hohen Schutz. Okay. Wehe, das stimmt nicht. Na doch, ist wesentlich besser als unsere und ist ein bisschen schwerer. Na gut. So, was ist hier los? Aber besser mal wenigstens das. Halt. Was? Human. Do not produce light. Kann Licht machen? Läuft. Light. And all those who bear it are unwelcome in this place. Oh, was? I am Agdain. Ah, ne. Guardian of the crypt. Okay.
Countless dead rest here in peace. Und danke für die Information. Only agitates. Ja. Nicht böse. Ja, finden die das die Aufgabe unserer Zeit. Zwei Reich, einer Arm, einer. Ihr mich interessiert das nicht. Sie kommen in den Namen Vendrick? Ja, nein. Tief drin, Vendrick, ja, das sind wir hinten. Will vielleicht keine Gesellschaft, ja. Humans were one before a king of life. Queer, you humans. Ja, okay. This place is welcome to all. Death is. Tell me what you desire. Gut. Gnade. Ja. Schild des Überheblichen. Was? Effekt Ausdauerwiederherstellung. Oh nein, jetzt wird ein besseres Schild, jetzt wo wir gerade das tolle. Ach. So, was ist das? Anmaßungsrüstung. Was? Von einstmals stolzen Klerikern getragener Helm überbleibt in einer Gruppe, die einst versucht, die Gruft der Untoten zu erobern. Für diese Sünde wurde ihr Tod vertagt, auf dass sie als Wächter der Gruft dienen würden. Ring der Dornen, Gegenangriff bei erlittenem Schaden. Hab ich auch schon probiert, das war der totale Müll. Oh, schön. Finsternisbolzen. Die werden alle gekauft. Elisabeth, Pilz, jo. Noch mehr Seelenfrieden. Ja, das wäre wahrscheinlich gar nicht mal so schlecht. Oh, das wäre sogar richtig gut. Mist. Ich wünschte, ich hätte 8800 Seelen. Wärme. Oh, okay. Ich glaube, bei dem schauen wir später noch rein. So, tschüss. Ah ja, das ist eine Art Vampir, nehme ich an. Der sah ein bisschen merkwürdig aus. Bisschen bläulich. Aber hat nicht geglitzert. Und daher ist alles okay. So, jetzt wollen wir noch mal ein paar Meter. Ah, okay. Tschüss. Oh, hier ist auch wieder einer super cool. Von mir aus. Wir haben Zeit. Ich würde sagen, ich darf noch zum nächsten Bonfire. Ich meine, nach dem harten Kampf gegen die. Gegen den Schleicher. Den Finsterschleicher. Da brauchen wir mal eine kleine Pause. Oh, Syan-Rüstung. Okay, jetzt haben wir den Hut. Jetzt gibt's die Syan-Rüstung dazu, die passende. Hat. Ist in allem schlechter und schwerer, aber ein bisschen mehr Balance. Wie sieht die aus? Ja, gut, lässt sich vielleicht upgraden. Das werden wir nochmal gucken. Zumindest auf Stufe 6 ist es ja kein Problem. Das kostet ja nur Watt. Knapp 40.000. Ist ja geschenkt. Oh, kommen wir da runter? Nee. Scheint ein Stockwerk tiefer zu sein. Versucht springen und dann Fackel. Ob da eine Fackel drin ist? Seelengefäß. Ja, okay, kann man mal machen. Und dann Fackel. Entzünden. Okay. Ja, ganz angenehm. Ah, jetzt sieht man auch, dass man runterspringen kann und dann von da aus wieder zurück. Ich verstehe. Wir brauchen wie viel? 8.800 und 3.000. Also gehen wir mal mit 12.000, 13.000 Seelen zu dem.
Ja, nee, eigentlich sozusagen. Nein, ja, eigentlich, ja, nee. Guck mal, nimm den Gegenstand auf. Seelen des Helden. Ah, das war ein hart erkämpfter 10.000 Seelen, muss ich zugeben. Und hier geht's wieder runter. Und hopf. Gut. Oh, ich kann mir schon vorstellen, jetzt wird's lustig da drin. Das dünkt mir nämlich noch. Naja. Gut. Dann schmeißen wir noch den Shit, den wir haben, in die Kiste. Wir haben da wieder irgendwas Dummes gekriegt, oder? Oder aufgesammelt. Ja, den brauchen wir jetzt nicht mehr. Auch den brauchen wir nicht mehr. Vielleicht den normalen Zauberstab mal zu. Falls wir sie ihn brauchen sollten. Oh, da können wir echt mal ausmisten langsam. Oder? Doch, 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 doch. Doppelt haben wir das hier, doppelt haben wir das da. Dann machen wir das noch. Ja, kann man jetzt im Grunde schon abschalten. Jetzt schmeißen wir noch alles da in die Kiste. Und, so, das haben wir alles doppelt. Kann weg. Ja, die ganzen Level Nuller können alle mal rüber. 1, 2, 1. Das 1er kann weg. So, jetzt machen wir alle nur noch die besseren Varianten. Das brauchen wir auch nicht. Da haben wir den plus 2er oder plus 1er. Ja, Ring des Abgrunds, was kann der? Nix. Hätte ich mir fast gedacht. Nö, die Reichweite Pfeilen. Was ist mit Bolzen? Keine Ahnung. Ja. Gut. Alles. Fast. Klärchen. Holzpfeile können weg. Magiepfeile können weg. Finsternispfeil kann weg. Feuerbrustpfeil kann weg. Der Pfeil kann weg. Jetzt haben wir nur noch Bolzen hier drin. Ja. Gut, jetzt sind wir aber fertig. Gut, dann würde ich sagen, bedanke ich mich fürs Zuschauen und sage, wir sehen uns das nächste Mal hier in der finsteren Gruft. Mal sehen, was uns hier alles für ein Viehzeug erwartet. Ich nehme mal ganz stark an Undode. Ich wollte auch tiefe Stille probieren. Verdammt nochmal. Egal. Das machen wir dann beim nächsten Mal. Vielen Dank und auf bald.